Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Terraria. Oh, meine Stimme tut beinahe schon weh. Ich habe mir vorgenommen, den Zerstörer zu herauszufordern, meine ich natürlich. Schwäche meine Schattenkugel. Unheilige Pfeile habe ich ja sowieso noch genug. Das doch eigentlich so machen. Sehen nicht immer so viel hin. Ja. Ja, ich kann die nicht durch. Immer noch nur meine Goldspitze. Mal schauen, wie schnell die. Okay, das ist schon schnell. Muss ich mir erstmal am Ohr kratzen. Oder sogar hinter dem Ohr. Die droppen hier so schön viel Geld. Ich hätte runterspringen können und sagen, ich hätte beim Aufprall einen kleinen Krater hinterlassen. Ich wäre so hier so richtig bam, auf die Erde gekommen und trauen, ja, und denkt euch jetzt mal noch ein paar dumme Geräusche. Ich habe jetzt keinen Bock, irgendwelche zu machen. Das ist wie Tontauben schießen, nur dass man auf Tontöpfe schießt. Die Gegner sind auch schon ziemliche Schießbudenfiguren. Piss dich. Und immer weiter. Ui, oh, da unten, die habe ich ja noch freigelegt. Ich lasse meinen Platz in der Hotbar frei, vielleicht kommt der hier gleich raus. Ballo hört. Könnte man mehr verlangen. Man hört irgendwie schon, wie der gräbt, wie der gerade aus der Erde kommen wird. Okay, jetzt mache ich gar nicht so den Mega-Schaden. So ist gut. Also wenn er hier richtig am Abdrillen ist, dann wird er wahrscheinlich senkrecht aus dem Boden kommen. Ich nehme noch keinen Heiltrank. Jetzt nicht mehr. Es ist besser, sich ein paar Mal vom Körper treffen zu lassen, als vom Kopf, denn der Kopf macht echt Schaden. Sogar ziemlich unverschämt viel. Nein! Das war eine doofe Idee. Das war eine sehr schlechte Idee. Für den hier kriegen. Sonst nervt er mich hier noch ewig rum. Au. Oh, war ein guter Zug. Sowas hat man in der Crimson nicht. Oh, der Merchant ist wieder da. Ja, er lebt noch, lebt noch, lebt noch. Und der Holz nicht, er lebt noch. Nur wieder so ein Trankstelle. Ist eigentlich ziemlich eng, um den ordentlich bekämpfen zu können. Aber man kann auch nicht immer alles haben. Ich glaube, einer ist noch da, den mache ich mit der Muskete. Den mache ich mit dem Schwert.
Haha. Oh, the warm fodder. Wohl, habe ich jetzt genug? Habe ich auch noch genug Shadow Scales? Ja, wunderbar. Fick dich mit deiner Errungenschaft. Ich glaube, ich mache noch einen. Jedes Mal. Immer wieder. Jetzt habe ich wenigstens Zeit, mir die tolle Spitzhacke bauen zu können. Okay. 53. Obwohl, ich glaube, das sollte ja eher reichen. Spitzhacke. Eigene Pickaxe. So, steht das genau 25. Dann haben wir hier noch. Okay, es reicht doch nicht. 6, 7. Und die macht 6 und er macht 3. Das macht doch beinahe keinen Unterschied. Kann ich die Silberrüstung ja auch schon wieder dazu packen. Genau wie meine alte Goldspitzhacke. Und wo ist hier der Helm? Ich lasse ihn noch ein bisschen an. Okay, schön. Wie viel Geld habe ich noch dabei? Oh, 12. Die Muskete können wir eigentlich verzeihen. Ja, die Muskete ist viel zu teuer. Ich brauche ja nur wahrscheinlich noch Geld für die Mini-Shark. Und unheilige Pfeile könnte ich mir auch noch machen. Das wäre eine sehr gute Idee. Da. Davon auch noch ein paar. Okay. Naja, zurück an die Arbeit. Obwohl, was macht er denn? Der macht immer Increased Melee Speed und als Set-Bonus macht er dann Bewegungsgeschwindigkeit. Was ich eigentlich sehr vorteilhaft finde. Das ist der Sprengmeister hier wieder da. So, eigentlich habe ich keinen Bock drauf. Ich verballere jetzt mein Dynamit, solange ich noch kann. Und ah, ich dachte, der würde durchrennen. Weil. Ah, Star Power Band. Da fällt mir ein, ich habe noch gar keinen Band of Regeneration gefunden. Kann sein, dass ich nicht mehr so ganz lebendig bin, wenn ich hier rauskomme. Aber das muss ich doch auch nicht sein. Wozu auch? Nun gut. Wie noch ein Barlow hört. Wäre es nicht irgendwie Zeit für den aus Demon als aus Shadow Orbs meistgewonnenen Gegenstand zu bekommen? Hier. Jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Den.
Den Wildzorn meine ich, den Ekeldorn. Ich habe damals, als ich Terraria ziemlich früh gespielt habe, Ekeldorn, also anstelle von Ekeldorn, immer irgendwas anderes gelesen, also dass die Buchstaben anders aufgebaut werden, so Ekeldorn oder sowas in die Richtung. Und wusste deshalb nie, was. Oh, ja. Ich wusste deshalb nie, was das so richtig soll. Ich warte hier noch, bis ich regeneriert habe. Bis dahin kann ich ein paar Gegner töten. Ja, dann nehme ich wieder einen kleinen, gut. Ah, ich wusste, dass da ein Gegner ist. Ach, ein Goldfisch! Fick dich. Kleines Kackding. Star Power Band. Finde ich so irgendwie komisch, haben die Drop-Chancen irgendwie abgeändert. So muss das. Vor allem, wenn man nur 200 Leben hat. Das war gerade so eine kleine Loot-Insel. Vor allem, wenn man nur 200 Leben hat, da muss man schon aufpassen. Nur noch die normalen Pfeile. Ziemlich viel Damage. So geht das. Ich glaube, ich muss mich in die Erde buddeln, um hier alle Münzen zu bekommen. Aber das mache ich jetzt. Der Spitzhacke. Ich habe sogar noch eine Trophäe bekommen. Die Frage ist, was nützt mir die? Ich weiß doch, wie toll ich bin. Irgendwie jetzt von einem Event ins andere. Obwohl, ich weiß ja eigentlich Bescheid. So, also am Anfangsspiel, wo man dann in die Mine geht und farmt, das dauert dann so ungefähr eine Dreiviertelstunde. Dann, wenn man probiert, dann die Bosse, dann kommt nochmal ein bisschen lange der Dungeon. Du warst das auch eigentlich beinahe gewesen. Shadow Helmet. Und das gibt jetzt den Increased Movement Speed Bonus. Oh, super. Guck, wie schnell das Teil jetzt ist. Oh, hier rein. Schattenschuppen können eigentlich dazu. Wozu braucht man die sonst? Das Ding. Dahin. Man wollte noch nicht schon mal ein großes glotzendes Auge über dem Kamin haben. Warte, dann machen wir gleich noch ein paar mehr von diesen Demon-Pfeilen.
ehe ich noch übermütig werde und versuche, Skeletron zu besiegen. Gut. Glimmer könnte ich eigentlich im Inventar behalten. Holz. Holz genauso. Pilze vielleicht jetzt nicht, aber. Naja, dann würde ich für diesen Teil erstmal Schluss machen. Ciao.